Hallo Freunde und willkommen bei einem neuen Let's Play und wie ihr seht spielen wir Alice Madness Returns, ein Spiel, das sagen wir mal anders ist. Und für die, die es nicht kennen, ja, es geht um Alice im Wunderland. Und wir erzählen die Geschichte von Alice jetzt einfach mal ein bisschen anders. Deswegen ist das Spiel auch so anders. Und wie ihr seht, ich habe das Spiel schon gespielt, werde jetzt hier kein komplett Let's Play von Null anfangen. Wir machen das Ganze über die Kapitelauswahl und zu dem Kostüm, was ich dort trage, sei gesagt, das Kostüm stammt nicht aus dem Grundspiel, sondern gehört zu einem DLC-Pack, in dem man mit dem Kostüm noch einige kleine Boni freischalten kann. Das macht es einfach ein bisschen einfacher. Und bevor ich lange darauf losquatsche, steigen wir mal ins erste Kapitel ein. Viel Spaß beim Intro. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte. Du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Frühjahr. Zart, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? Nein! Du hast nicht! Wehr dich nicht! Schwarz! Verderben! Es bringt mich um! Das Wunderland ist zerstört! Mein Verstand eine Ruine! Vergiss es! Verdränge diesen Traum der Wachen! So, Alice, es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten Sie bereits, ziemlich oft. Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Papst wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt so, da. Und damit sind wir dann auch schon im Spiel. Wie ihr an dem Intro wahrscheinlich auch schon gesehen haben dürftet,
wird, wie gesagt, die Geschichte von Alice im Wunderland hier ein wenig anders erzählt. Und jeder, der so auf diese klassische Disney, alle sind lieb, nett und freundlich Version von Alice im Wunderland steht, dem kann ich wirklich bloß empfehlen, guckt euch das hier lieber nicht an. Denn davon ist hier mehr oder weniger überhaupt nichts übrig geblieben. Und deswegen, wenn ihr da eure Kindheitserinnerungen nicht komplett zerstören wollt, dann empfehle ich, schaltet ab. Alle anderen, viel Spaß. Und ich hoffe, es wird sich jetzt hier dann auch nicht zu schwer gestalten, denn ich muss zugeben, ich habe das Spiel eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Eine ziemlich lange Weile nicht mehr. Ich muss auch erstmal wieder gucken, was ich hier jetzt genau machen muss und wo ich hin muss. Aber das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall, ist ja schon mal klar. Alice hat einen an der Waffel und befindet sich in psychiatrischer Behandlung in einer Irrenanstalt. Hallo Kätzchen, Mietz, 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 hab keine Angst. Und zwischendurch wird es immer mal wieder entsprechend eben diese Sequenzen geben oder die Abschnitte geben, in denen man dann letztendlich wieder im sogenannten Wunderland ist. Ich muss zugeben, die Geschichte ist mitunter etwas konfus. So hundertprozentig die Zusammenhänge habe ich jetzt auch noch nicht verstanden. Ich weiß in etwa, wie das mit der Geschichte gedacht ist und wie die Geschichte hier dann einfach erzählt wird. Aber so hinter alle Einzelheiten bin ich auch noch nicht so ganz hintergestiegen. Aber soll auch das Problem nicht sein. Das macht das Spiel jetzt nicht schlechter. Im Gegenteil, das macht es vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter und lässt einen vielleicht dann überlegen, ach, spielst du nochmal eine zweite Runde, um vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen. Jeder, der das Spiel nicht kennt, dann kann ich echt bloß empfehlen, wer auf Spiele steht, die einfach mal so ein bisschen schräger sind und die einfach vielleicht eine bekannte Geschichte ein bisschen anders erzählt, der darf sich das ruhig wirklich mal angucken. Das ist echt mal ein Blick wert. Ist natürlich optisch alles jetzt nicht mehr mit dem zu vergleichen, was man jetzt auf einer PlayStation 4 zu sehen bekommt. Oder auch auf aktuelleren PlayStation 3 Titeln. Aber die absolut genial erzählte Geschichte macht das hier wieder wett. Bim-Bam. Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless. Welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Immer noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ah, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben, ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Eine Zwischensequenz später geht es dann auch schon weiter. Wo war ich gerade? Ach ja, Alice Madness Returns ist übrigens der zweite Teil. Der erste Teil heißt schlicht und einfach Alice.
Genauer gesagt, America McGee's Alice. Der gute America McGee hat nämlich die Geschichte zu diesem Spiel geschrieben. Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, habe ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir gerade die Kehle befeuchten. Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie nicht. Es ist nur ein Traum. Schmutz! Verderben! Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. So, und die Zwischensequenz eben hat mich ja natürlich mal wieder in meiner Erklärung unterbrochen. Wo war ich? Ah ja, genau. America McGee hat die Geschichte geschrieben zur Alice Madness Returns und hat natürlich einfach nur die Geschichte von Alice im Wunderland ein bisschen neu interpretiert, was natürlich dem Ganzen nochmal eine neue Facette hinzufügt. Und den ersten Teil, den habe ich auch, ist glaube ich auf der PlayStation 1 damals rausgekommen. Der ist hier in diesem Download-Spiel auch mit enthalten, den werde ich allerdings jetzt noch nicht direkt spielen. Das werde ich eventuell später nochmal machen. Und dann vielleicht entsprechend nachreichen. Erstmal kümmern wir uns jetzt hier um Teil 1 und wir spielen gleich mal erst direkt das erste Level. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Okay, mit diesen Erinnerungen kann man die Geschichte noch ein kleines bisschen weiter erzählen, sprich so die Geschichte vielleicht nochmal ein kleines bisschen ergänzen mit kleinen Fakten. Hier im ersten Level beschränkt sich das natürlich darauf, dass erklärt wird, wie die Steuerung läuft und was man so alles kann und so weiter. Das ist also vergleichbar mit einem Tutorial. Ansonsten haben diese Erinnerungen im weiteren Verlauf des Spiels eigentlich nur den Zweck, die Geschichte nochmal ein kleines bisschen genauer zu erzählen. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice, und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. So wie man schon auch an der Musik hören kann, das Spiel ist doch im Vergleich zum klassischen Alice im Wunderland richtig schön düster. Das mag ich ja irgendwie. Wenn bekannte Geschichten einfach neu interpretiert werden und nochmal richtig düster erzählt werden. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz,
aber giftig. Oh. An die Steuerung muss ich mich jetzt hier auch erstmal wieder ein kleines bisschen gewöhnen. Ich glaube, irgendwas konnte ich hier machen an den Dingern. Oder auch nicht. Kommt vielleicht auch erst später. Wie gesagt, ist eine ganze Weile her, dass ich das gespielt habe. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte! In diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe. So wie den Wald vor lauter Bäumen. Nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. So, das bedeutet, ich kann ab sofort schrumpfen, indem ich einfach L2 gedrückt halte. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum, wie eine Füchsin in ihrem Baum. So, ich halte L2 gedrückt und wie man sieht, kann man dann hier auch so kleine Hinweise an den Wänden sehen, wenn man schrumpft. Pfeile, wo es lang geht. Und solche Hinweise dienen dann an einigen Stellen auch dazu, so kleine Geheimnisse zu entdecken, Sammelgegenstände und dergleichen. Also sollte man das mit dem Schrumpfen doch hier und da öfter einfach mal ausprobieren. Und genau, als geschrumpfte Alice kann ich hier an diesen Blumen was machen. Genau, da sammle ich solche Zähne ein, die ja in dem Spiel quasi als Währung dienen. Oh Mann, ein mächtig großer Schleimer. Okay, es geht dann doch nicht hinter ihm lang. Ah, da ist aber noch ein Weg. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr ganz genau, wie groß die Level sind, beziehungsweise wie lang die sind. Deswegen werde ich jetzt hier pauschal in der ersten Folge einfach mal das komplette erste Level spielen und dann sehen, wie lang die Folge wird. Und dann dementsprechend weitergucken, wie ich es dann in späteren Folgen mache. Nichts im Leben macht mir so viel Spaß wie die große Rutsche im Hyde Park. Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. So, diese Erinnerung haben wir. Und damit sind wir dann noch schon im nächsten Abschnitt, beziehungsweise im nächsten Teilabschnitt. Gesagt, wer eher so sich die Erinnerung an die klassische Alice im Wunderland-Geschichte beibehalten will und sich dort nicht mit verstörenden Neuinterpretationen auseinandersetzen will, dem würde ich empfehlen, das Let's Play hier jetzt nicht weiter zu gucken, weil das, was wir jetzt hier sehen, ist noch halbwegs harmlos. Das wird nachher noch ein wenig verstörender. Und sagen wir mal ein wenig anders. Die Vorpal-Klinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher.
So, das hier wird dann jetzt auch der erste, ja, Kampf. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Ah ja, okay, die Dinger kann ich also kaputt machen. Wieder was in die Erinnerung zurückgeholt. So, und das sieht mir noch ganz so aus, als ob es gleich losgeht hier mit dem ersten Kampf. Okay, diese Rosen da oben sind übrigens unsere Lebensenergie. Und wie gesagt, diese Zähne, die wir hier die ganze Zeit einsammeln, die dienen nachher an später erscheinenden Shops, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie als Währung. Das Ding kriegen wir normalerweise auch erst später. Das ist ja, so eine Art Pfefferkanone. Eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. Wobei die Version der Kanone, die ich hier habe, mit zu diesem DLC-Paket gehört. Und ein bisschen mehr Schaden am Gegner macht. Wie gesagt, das mache ich jetzt hier eigentlich nur, um es ein kleines bisschen einfacher zu haben. Und am Ablauf des Spiels oder irgendwie am Gefühl des Spiels ändert es jetzt auch nichts großartig, wenn ich jetzt hier mit anderen Waffen vorgehe. Oh, ich drücke immer auf A zum Springen. Auf Kreis. Warum auch immer. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Okay. Okay, an einige der Sprungpassagen kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Die werden nachher noch richtig schwer. Aber das hier am Anfang ist alles noch relativ simpel. So, ich muss gucken, ob ich da hoch muss. Glaube ja. Genau, beim letzten Mal habe ich nämlich versucht, da unten lang zu springen. Bin irgendwie ständig hops gegangen. Okay, und der Hinweis, den ihr dort seht, diese Schweinenase, der dient ja quasi einer Sammelaktion. Man kann so eine komischen Schweinenasen hier abschießen. Was man da am Ende bekommt, wenn man alle erledigt hat, das weiß ich leider auch nicht so genau. Weil ich das Spiel noch nicht komplett durchgespielt habe, muss ich auch dazu sagen. Ich habe bisher lediglich die ersten 4 Kapitel gespielt von 6. Also ab dem 5. Kapitel wird das Ganze für mich dann auch wieder neu. Aber diese Schweinenasen sind sowas wie ein Sammelgegenstand. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht.
So, so. Alabasterhaut also. Ich würde ja eher sagen, du hast eine Haut wie ein 15 Jahre alter Pfirsich. Aber wenn's halt meinst. So, die Tür müssen wir erst aufspielen. Wie gesagt, ist diese Waffe, die ich habe, das ist eigentlich diese Pfeffermühle, die da gerade eben auf dem Tisch stand. Da das hier eine andere Variante ist, die aus dem DLC-Pack stammt, sieht die natürlich auch ein bisschen anders aus und macht auch ein bisschen mehr Schaden am Gegner. Dass das Ganze hier einfach nur ein kleines bisschen beschleunigen soll. Und das Ganze hat hier auch mehr oder weniger eine Autozielfunktion. Man kann auch komplett frei zielen. Das ist in einigen Bereichen nachher dann auch sinnvoll, aber hier ist es erstmal einfacher, das Ganze über die Autozielfunktion zu machen. Weil diese kleinen Schraubellen, quasi Mix aus Schraube und Libelle, dann, wenn man manuell zielt, dann doch schon mitunter ein bisschen schwer zu treffen sind. Okay, wie gerade gesagt, hier brauchen wir zum Beispiel diesen freien Zielmodus, weil wir diese Schnauze nicht direkt anvisieren können durch das Autoziel-Fokus. Und das manuelle Zielen ist mitunter schon ein bisschen tricky, da muss man sich ein bisschen an das Feeling gewöhnen. Kriegt man aber insgesamt dann nach einer Weile ganz gut hin. Da unten sind noch ein paar kleine. Na, habe ich festgehangen. So, ich hoffe natürlich auch mal, dass diese erste Folge jetzt hier auch nicht zu lang wird. Also alles bis eine halbe Stunde oder sagen wir mal vielleicht 35 Minuten lasse ich mir noch gefallen, aber alles darüber wird dann schon ein bisschen sehr lang. Das mag ich eigentlich nicht so gerne, aber wir werden es ja sehen. Die nächsten Folgen werden auf jeden Fall dann ein wenig kürzer. Besten Dank für die Schnauze und jetzt geh. So, weiter geht's. Da ist dann auch wieder eine neue Schnauze. Mal sehen, ob wir die von hier hinten kriegen. Ja. Und wieder eine neue Schnauze gepfeffert. Dadurch schalten wir uns dann hier auch immer neue Zugänge frei. In diesem Fall auch bedauerlicherweise neue Gegner. Okay, der ist zu weit weg. Ein paar Schritte dichter gehen, reicht das? Nein, das reicht natürlich nicht. Ich muss zugeben, diese Sprungsequenzen sind mitunter auch ein bisschen tricky, weil man oft sehr schwer abschätzen kann, wie weit die Plattform jetzt weg ist. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei diesem bei dieser Kameraansicht, beziehungsweise okay, genau, R2 war ausweichen und halt quasi fliegen, wenn die Viecher mich gegrapscht haben, nenn ich's mal. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas Nettes haben, irgendwo.
Bin mir jetzt nicht sicher, was das bewirkt, wenn ich hier reingehe. Gar nichts. Nix, nee. Sah bloß im ersten Moment so aus. Ah, okay, siehst du. Und genau das hier ist dann auch ein Vorteil von diesem Schrumpfen. Man findet hier diese kleinen Gänge hinter versteckten Steinen, die halt nur verschwinden, wenn man sich schrumpfen lässt. Und in diesen Räumen liegen dann in der Regel auch immer irgendwelche Sammelgegenstände oder Extras. Nichts, was man unbedingt braucht, um im Spiel voranzukommen. Was aber natürlich nicht schaden kann, wenn es schon da ist, dann kann man natürlich auch gucken, dass man es einsammelt. So, da ging's lang, genau. Oh. Wie man oben rechts sehen kann, ist bei der Waffe auch zu beachten, dass die ja quasi überhitzt. Ja, da die füllt sich da mit diesem orangen, gelben, was auch immer. Und wenn das Ding voll ist, ist die Waffe quasi überhitzt und muss sich erst wieder ein bisschen abkühlen. Deswegen würde ich hier jedem, der das Ganze auch mal spielt, so von ständigem Dauerfeuer ein bisschen abraten. Das könnte sonst in der einen oder anderen Situation dazu führen, dass ihr ballern müsst, aber nicht könnt, weil eure Knarre völlig überhitzt ist. So, jetzt muss ich selbst mal gerade gucken. Genau, da ist ein Achso, die Schnauze habe ich ja gerade gemacht hier. Wo ging es denn jetzt hier nochmal weiter? Hier unten durch kann ich nicht. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ah ja, okay. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Kann ich auf das Ding hier irgendwie schießen? Ja, passiert nichts. Okay, dann machen wir weiter. Ach, das, Mierda. War jetzt ein wenig blöde. Wie gesagt, die Sprungeinlagen sind hier mitunter schon ein wenig tricky. Was auch mit der Steuerung so ein bisschen zusammenhängt. Die ist jetzt nicht so optimal für Jump'n'Run-Passagen. Ist aber auch nicht das Problem. Mit einem kleinen bisschen Übung kriegt man hier auch das nötige Feingefühl. Und weiß dann auch, wie das Ganze hier am besten gemacht wird. Aber man muss sich halt ein bisschen einspielen. Wie das ja bei den meisten Spielen der Fall ist. Oh, das war knapp. Text. Ui. Oh. So. Hier liegt nichts. Hier wird es jetzt dann auch schon ein kleines bisschen tricky.
Ei. Das war dann schon mal nix. Aber die Checkpoints sind bei dem Spiel hier auch relativ fair gesetzt. Also wenn ihr hier an so einer Stelle seid, wo es ein bisschen tricky ist, dann heißt das nicht, dass ihr den ganzen Spaß jetzt hier nochmal stundenlang nochmal immer wieder versuchen müsst. Ah, das hat jetzt auch nicht so ganz geklappt. Ich kann mich noch erinnern, wo ich das erste Mal an dieser Stelle hier war, habe ich mir auch ein bisschen schwer getan, weil hier wirklich ein sehr genaues Timing dazu gehört, um das hier zu schaffen. Aber ich versuche jetzt mal was. Und zwar hier so rumschweben. Ja, das klappt. Okay. Gucken kurz. Nix. Gut, da wir jetzt hier keine großartigen Sammelgegenstände mehr einsammeln müssen, würde ich mal vorschlagen, ich gehe im Level am besten weiter. Wie gesagt, ich habe das Ganze hier schon gespielt und habe im ersten und auch im zweiten Kapitel eigentlich schon alles eingesammelt. Und darum geht es ja in diesem Let's Play auch gar nicht, hier alles zu zeigen, sondern ich will euch das Spiel ein bisschen näher bringen und hier kein 100% Walkthrough hinnehmen. Das überlasse ich anderen. Ist nicht so ganz mein Ding. Ich spiele sowas viel lieber für mich selbst. Weil ich dann nämlich, wenn ich was nicht hinbekomme, viel besser nach Herzenslust fluchen kann. Okay. Gut, hier könnte ich jetzt theoretisch meine Waffen upgraden. Wie ihr sehen könnt, habe ich bei sämtlichen Waffen schon die höchste Stufe erreicht. Konnte hier nichts mehr upgraden. Okay. Verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Okay, ich würde mal fast vermuten, dass das Ganze jetzt echt nur eine ganze Weile dauern könnte in dem Level. Deswegen stelle ich mich mal hier irgendwo an ein Eckchen. Und mache dann jetzt hier eine kurze Pause und einen kurzen Cut. Und wir werden das Ganze in der nächsten Folge fortsetzen. Mit Level 1 von Alice Madness Returns. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinstolpern, fürs Daumen nach oben geben, fürs Teilen und fürs Kommentare geben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ich verabscheue mich.